Unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus, Sidekick. Hey, ist jemand in meine Küche? Hey, Marco, die Prosciutto, die Saltimbocca brauchen mehr Hitze und Decker, die Marinara. Au. Der eine ist ja schon... Wer will ja zuerst? Gleich, bist du nur noch eine weitere Flecker? Deine Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Und was macht jetzt? Tausche Plätze, aha. Okay, machen wir das. Cool, cool. Ah. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Haltet eure Drecksgriffel von unserem Wein fern. Ich verarbeite dich zu Parmigiana. Ach, dann kann ich alle drei Züge dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Stillhalten. Das nennt man Weichklopfen. Ich verlasse mich auf dich. Okay, jetzt haben wir wieder das da. Die haben überhaupt keine Chance. Ich rössle dich richtig durch. Machst auch das? Diabetes! So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Hier geht's gleich heiß her. Pew, pew. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Saluti. Oh, der Mist, Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Das könnte brennen. Ja. Wenn ich noch kriege, was ab. Ihr müsst alle spülen. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Zeig ihnen, was du drauf hast. Bastardo, mein Körper ist so heilig wie Altar von San Giuseppe. Au. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Ich störe ungern bei der Pizza-Party. Ich mach Filet aus dir. Bereit zum Abflug. Liegt er da auch schon? Das wird brennen. Und zwar sehr. Dafür spülst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Wow, hier unten lebt noch jemand? Aus dir, ich mache jetzt eine richtig saftige Bratschorte. Streng dich mal an, Alter. Che dolore! Ich dipp meine Eier in deine Soße. Nein, nicht! Nicht mein Ragout! Ja! Ja, das ist ein guter Bluter. Bluten ist immer geil. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Das habe ich im ersten Teil geliebt. Fast willst du noch ein Creme Fraiche-Bukake dazu? Nein, danke! Kann ich nicht, shit. Mach die fertig, Wunderarsch! Oh, Mist. Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Dann mal los! Euch eine Lehre sein. Unterschätzt niemals die Kräfte von Diabetes. Kein Schlag! Das tat gut. Okay, das war notwendig, ey. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Reiß dich zusammen. So, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. Oh.
Irre! Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Piadina! Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut! Okay, dann müsste aber nach seinem Zug jetzt tot sein. Wir haben dir echt die Streben verbogen, Humankind. Ich strebe immer noch, keine Sorge. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Weiß ich nicht. Du wirst gleich quietschen wie abgestochene Sau. Au, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Das machen wir jetzt so. Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Und Stufenaufstieg. Yes. Ein großer Platz freigeschaltet. Da! Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn and Friends nicht gewachsen. Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Hm, vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Gucken wir erst einmal schnell den Artefakten. Du hast einen ersten großen Artefaktplatz freigeschaltet. Große Artefakte erhöhen deine Macht deutlich und verleihen starke Team. Hab ich vor. Hab ich nur das eine? Wirklich. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften. Umwerfen. Okay, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Wir müssen den Kühlschrank irgendwie ohne Apfelsaft umschmeißen. Hm. Ich bin so ein sanftmütiger Superheld, dass es fast unmöglich ist, mich zu blinder Wut zu treiben. Moment, ich hab's. Furzen. Deine Fürze, deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Verschwende deine Superkräfte nicht an mir, so schüchtern. Wie soll ich mich hinstellen? Hologramm. Okay, kannst du ihn raushauen? Es hat geklappt! Ja! Wir haben es geschafft! Der Weg ist frei! Ich verliere wirklich selten die Beherrschung, aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Diabetes-Zorn. Die Katzen. Was ist das? Oh, Mann. Das müssen wir den anderen berichten. Kuhn! Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden. Einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind ja auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran. Ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick. Wie lasse ich die frei?
Wenn ein Endkampf mit einem Boss bevorsteht, schau nach, ob du genug Heilmittel hast und hab deine besten Artefakte einsatzbereit. Krasser Tipp. Oh, Bosskampf steht bevor. Alle Objekte und Lebewesen mit statischen Rauschen können zu ihrem vorherigen Zustand zurückgesetzt werden. Heute... Verflixt, jetzt ist die Tür blockiert. Dann gehen wir mal nochmal kurz ins Crafting. Artefakte. Kann noch ein Macaroni-Bild machen. Burritos. Die mache ich doch auch alle mal. Vielleicht noch ein Gegengift hinterher. Woher weiß ich denn, was ein großes Artefakt ist? Weiß ich nicht. Ja, ich denke. Ja, komm, jetzt mache ich die zwei auch mal noch. Kann man denn da alles noch? Oh, Tor. Tormäßig, ja? Ich hab da nichts Besseres. Doch, da. Was macht das? Oh, das ist besser, okay. Ist da was Neues getan? Okay, noch 3,40 können wir lernen. Na gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Warte mal, wir wissen nicht, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Claffy! Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatsch-Wichser nicht vertrauen kann. Leb wohl,
Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah! Was zu? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Ah! Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den's gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Red Wine Drunk Randy. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Halt schön da raus, du kleiner Pet. Oh, das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich fühle keinen Schmerz. Mach sie fertig, Saftsack. Mist, langt nicht. Na gut, springen. Sie kriegen den Schlüssel nicht. Was macht das wieder? Auf die Bretter! Oh shit, das hat sicher wehgetan. Ich bin drin. Okay. Pew, pew. Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wehe, du verlierst, Nigger! Shit, shit, Sekunde. Nachricht von Sharon. Ich kann nichts schreiben. Wieso kann ich nichts schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey, Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpf grad. Kacke-Emoji. Mein Schlüssel! Der dreht voll am Rad! Was ist nochmal dran? Ja, tu ihnen weh! Lass dich nicht so vermöbeln! Duck dich mal oder so! Komm nicht hin! Diabetes regelt das! Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt! Pew, pew. Neger, seine Laseraugen haben dich voll zerfickt! Fuck, die ist ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde, Sekunde. Komm, bald nach Hause. Suche meinen scheiß Schlüssel. Herzchen, Herzchen, XO. Okay. Ich blute noch? Ich sollte wohl mehr trinken, um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen. Elegant und effektiv. Wir haben die Macht des Rotweins wohl unterschätzt. Hau diese Bitches richtig wund. Okay, Kuhn. Zeig's ihm. Das war ein Kinderspiel. Okay, ich nehme ein Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer! Genital! Was genital toll ist, Mann? Okay, sehr gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Ich kotze Urin schnüffeln oder so. Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise.
Oh, shit. Ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakia Baba oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harold Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Guten Morgen, South Park! Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Buca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Ich wusste es. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Okay. Wie soll das gehen? Das war dumm. Alles klar. Und an dieser Stelle mache ich mal wieder eine kleine Pause. Ich sage danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dann.